Fuck. Nee, alles gut. So, bin ich live? Sollte ich sein. Gut, dann heiße ich mal alle willkommen zurück zu Resident Evil 7. Fortsetzen, das müsste es sein. Ich muss mal. Ah, verdammt. Scheiße. Ja, jetzt hänge ich gerade im Ladebildschirm. Ich wollte noch schnell was nachgucken. Verdammt, wie lange lädt denn das? Ah. So, mal gucken. Ja, doch, richtiges Mikro ist angeschlossen. Prima, gut. Und dann geht's weiter. Was habe ich denn jetzt alles? Doch, ich bin richtig. Genau, im Inventar. Guck mal. Flüssige Chemikalie, Festbrennstoff, das ist ganz gut. Da brauche ich nämlich gleich mal ein bisschen was, um das hier zu kombinieren. Einmal. Fuck, okay, neu starten. Ich will ja schließlich nur einmal herstellen und nicht doppelt und dreifach. Genau, jetzt habe ich's. Brennstoff haben wir jetzt. Flinte, 4 Schuss. 4 Schuss? Nee, 14 Schuss. Oh je. 4 Schuss gerade mal für die Pistole. Na, das ist ja nicht so prickelnd. 4 Schuss? Was ist denn das Lächerliches? Naja, okay. Ich würde sagen, gehen wir los. Ich muss ja zum nächsten Ding, wo ich kurbeln kann. Ah, der Ton war aus. Die Mutter muss ja hier auch irgendwo rum. Wandern. Vielleicht sollte ich nochmal so ein Psychotonikum einwerfen. Da komme ich jetzt wirklich nur mit dem Flammenwerfer durch, aber vielleicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich, wo es lang geht. Ich war zu lange nicht mehr im Spiel. Ich muss erstmal rumgucken, wo es denn jetzt überhaupt weitergeht. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Das ist super eklig, wie immer. Obwohl eigentlich an Insekten gar nichts eklig ist. Ich weiß auch nicht, warum ich die eklig finde. Ich möchte auf jeden Fall nicht in Ethans Haut stecken. Hier kann ich noch nicht rein, oder? Nee, ich habe keinen Schlüssel dafür. Aber was ist das? Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du mit deinem Altar, mit meinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Es geht noch weiter. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe, du armseliges, verwöhntes Kind? Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Oh Mann, das hören Kinder bestimmt nicht so gerne. Unausstehlich. Armselig. Aber immer so herabschauend. Warum schreibst du mal groß, mal klein und uns versuchst, dein Zuhause zu verlassen nach allem, was wir für dich getan haben? Wenn du mein Altar auch nur anfassst, schneide ich dir deine Brust ab und serviere sie als Steak. Okay. Also ich habe schon gehört, dass früher mal Eutersteak gegessen wurde, aber das ist ekelhaft. Also das mit Menschen zu machen, ist wirklich ekelhaft. Hier war ich schon unten, da ging es dann nicht mehr weiter, da habe ich nur die Kurbel gekriegt. Ich gehe mal hier lang. Unser Ziel ist schließlich, das Serum zu...
zu finden und mir. Nee, das ist die falsche. So, brennen wir das Ding aus. Oh. Yeah. Guten Abend, René, und guten Abend, Kakao Felix. Oh, flüssige Chemikalie, die habe ich noch gar nicht gesehen. War ich hier schon? Ich kann mich nicht daran erinnern. Na klar, doch, hier hat mich der Sohnemann überrascht und Mia weggeschleppt. Und ich habe dumm aus der Wäsche geguckt. Kacke, die Mutter ist hier irgendwo. Oh. Oh je. Ah, nein, nein. Ah, nein. Aua, aua, aua. Geht weg, geht weg, geht weg. Ah, hier ist die Kurbel. Hier muss ich hin. Geht bloß weg. Na komm her. Ich bin 1A Messerkämpfer. Irgendwann erwische ich dich. Jetzt zum Beispiel. Ich bin ein 1A Messerkämpfer. Einfach blindlings drauf rumgeschossen. So, Kurbel eingesetzt und kräftig kurbeln. Fein gemacht, Ethan. Wie viel Flammenwerfer-Muni habe ich noch? 100. Oh. Ich bin nicht hier. Oh, eine Erste-Hilfe-Arznei. Vielleicht sollte ich mal eine benutzen. Ich bin ja doch recht blutverschmiert. Ja, okay, gut. Wie sinnvoll das jetzt war, hierher zu gehen, lässt sich bestreiten. Da lag nur eine antike... Oh, hier ist ein Kästchen. Der Krähenschlüssel! Ich krieg eine Macke. Es war super sinnvoll, hierher zu gehen. Ich nehme alles zurück, was ich je gesagt habe. Okay, das ist natürlich wieder doof. Ich habe wieder keinen Platz. Das heißt, ich muss wieder dahinter in meine Sicherheitszone und dort erstmal ein bisschen was ablegen. Die antiken Münzen muss ich ja auch sammeln. Und hier ist nichts. Gut, dann auf geht's. Hat die mich jetzt gesehen? Oh, 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 da war was. Stimmt, da war was. Das muss ich erstmal wegmachen. Das. Oder ich renne einfach durch. Hab ich gerade die Mutter dort gesehen? Das ist jetzt echt ein bisschen tricky. Ich muss da rüber wieder. Ach, ist das ekelhaft. Ich könnte kotzen. Dass das Inventar immer zu klein ist. Oh, Schießpulver. Nehme ich mit. Moment mal, wir können ja vielleicht auch einfach was verkombinieren. Ich habe 2 flüssige Chemikalien da drin. Wenn ich noch einmal Brennzeug mache und noch einmal Patronen oder eine Erste-Hilfe-Arznei. Ja genau, ich nehme eine. Machen wir es so. Jetzt nehme ich auch mal das Ganze... Na gut, nicht alles Blut ist weg. Ich mache mich mal lieber hier weg. Ich habe... Die scheint mir ein bisschen zu nah zu sein. So. Dann Pistolenmuni. Gleich mal nachladen. Und noch einmal das. Und jetzt sollte es nämlich klappen, dass der Schlüssel und die Münze da reingehen. Wunderbar, hab's geschafft. Puh. Da habe ich zwar jetzt meine ganzen flüssigen Chemikalien weggeworfen.
Aber man muss halt auch mal Opfer bringen. Oh Mist, das war da. Oh, das war falsch. Das war falsch. Der Schuss hat sich versehentlich gelöst. Feuer unterm Arsch! Oh. Ich muss nachladen. Oh, au, 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 au. Kacke, denkt immer noch ein Stück. Jetzt ist es weg. Geh, 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 geh. Da ist er. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus wollte. Geh, geh. Komm noch, Mutti. Dir serviere ich einen schönen Kopfschuss. Das ist vielleicht nicht die respektvollste Art, seine Eltern zu behandeln. Aber wir sind noch nicht verwandt, also passt das schon. Oh! Boah, da hatte ich jetzt aber Glück, dass die mich nicht entdeckt hat. Matthew, servus, guten Abend, Matthew. Oh, den Plan? Ne, den habe ich schon mal gehabt, ja doch. So, schnell hier rüber. Und jetzt können wir ja eigentlich direkt hier hochgehen. Ich habe ja den Krähenschlüssel. Ich glaube, drüben im Haus war... Du darfst hier nicht rein. Blöde Schlampe. Oh, 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 hier bricht alles. Ich bin so am Arsch. Oh, wartet mal. Was, was, was? Moment. Brenne, Mutti, brenne. So, ich muss mal hier so, ja, ein bisschen was mit dem Messer machen. Da bezweifle ich. Moment mal, kann ich vielleicht hier hochklettern? Toll, ich hätte gar nicht auf die draufschießen müssen. Ah, wusste ich's doch. Scheiße. Und jetzt habe ich schon wieder übelst Munition verballert. Oh, 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 oh. Ah, oh, oh. Also getrieben haben wir es schon mal gar nicht, ja? Das ist eine miese Unterstellung. Boah, das gibt's doch nicht. Was machten die hier für... Bin ich tot? So, und jetzt schnell hoch, hoch, los, 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 los. Ach, scheiße. Okay, das war's. Kacke. Oh. Das ist jetzt doof gelaufen. Ah, hier bin ich wieder. Gut, dann ist es ja gar nicht so weit... Beginnerfehler. Hey, ich bin kein Anfänger mehr. Ich habe das Spiel schon oft gespielt. Also jetzt 4 Streams oder so. Ich bin Pro. Jetzt geh doch mal weg, du Mistvieh. Willst du mich verarschen? Töte das, bevor es Eier legt. Na, irgendwie nicht. So, und deine Insekten sind weg. Jetzt geht's hier richtig zur Sache, Mutti. Bei wie vielen Toten sind wir eigentlich? Das ist eine gute Frage, nachdem das letzte Mal jemand vergessen hat mitzuzählen. Weiß ich es auch nicht mehr. Ich glaube, wir sind... Ich bin in dem einstündigen Stream bin ich 3-mal gestorben. Und wir waren am Ende vom zweiten Stream bei 13. Das bedeutet, wir haben 16. Wir sind jetzt einmal gestorben, also 17.
Sagen wir einfach, das war der 17. Tod und wir gucken, ich gucke bis zum nächsten Mal nach. Habe ich zwar auch beim letzten Stream gesagt, aber da war ja niemand da, denn das weiß niemand mehr. Die hat mich jetzt nicht bemerkt. Das könnt ihr niemandem erzählen. Vor allem, die ist gar nicht in der Nähe. Wie kommt die denn plötzlich dahin, um mir den Weg zu dem Krähen-Ding zu versperren? Das ist ganz schön gemein. Hä, steht sie da? Nee. Ich hab dir gesagt, du darfst hier nicht rein. Ja. Zieh dich am besten gleich hoch, dann muss ich's nicht machen jetzt gleich. Nein, 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 nein. Au. Okay, ich komme aber auch auf der anderen Seite nicht hoch. Das heißt, ich muss jetzt einfach so lange auf den Mann. Okay, du kleiner Schwanzhaut. Wo bist du denn hin? Ah, scheiße. Ich kann die doch nicht von hier unten aus bekämpfen. Mit der Lampe hat's wirklich nichts zu tun. Nee, ich komm nicht hoch. Okay, Leute, wer weiß, wie es weitergeht? So, mal. Oh, ach so muss ich's machen. Alles klar, gut. Oh Mann, meine Lampe! Ist das eklig! Meine Lampe! Oh Gott, du gehörst wirklich in das Loch, Mutti. Ist das ekelhaft. Ja, bestimmt. Genau das mache ich. So. Na, komme ich jetzt mal durch? Mach die Tür gleich wieder zu. Zoe funkt mir bestimmt gleich wieder. Das ist scheiße, wenn man irgendeinen verschlossen... Betreffend des Serie-Serums, den folgenden Objekten in der Lage... Was? Den folgenden Objekten in der Lage, Serum zu synthetisieren. D-Serie Gehirnnerv, D-Serie peripherer Nerv. Peripheren ist Sehen, also der Nerv des Augens. Wahrscheinlich der gebündelte, der hinten ins Hirn geht. Ich glaube, das ist es. Na, dann nimm's doch. Kann ich nicht. Ich kann's nicht aufnehmen. Ich kann nur hier dieses Ding lesen. Ja, genau. Ruf mal an. Ich gehe gleich ran. Warte kurz. Sie versucht's später nochmal. Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay, schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Das ist so dumm. Diese Frage, ich glaube, ich habe, also die Aussage, ich glaube, ich habe hier irgendwo einen Kopf liegen, das ist dann meistens so ein Witz, wie wenn dann jemand fragt, hast du? Und ich so, nein, natürlich nicht. Aber sie hat halt gesagt, ja klar, der liegt hier rum. Alles kein Ding. Jetzt brauche ich nur noch den Arm. Ist er das? Komischer Arm. Es wäre vielleicht besser, wir würden diese Puppe mitnehmen, denn vielleicht hat Margaret, unsere Mutti, diese für uns gebaut, um uns dann mit Nadeln zu pieksen. Hab den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht und mit der Frau, die es mitgebracht hat. Okay, da war auch eine Frau dabei. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich gegrönt. Was passiert mit mir?
Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist ein Zeichen des Kindes Vertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Oh, das heißt, wir stehen immer noch auf ihrer Liste. Die Todesliste. Ich würde die Puppe halt ganz gerne mitnehmen. Bei so einer Familie sind Voodoo-Sachen immer ganz schlecht aufgehoben. Oh, verdammt, hätte ich die Lampe gebraucht? Naja, das kann unmöglich sein, dass man dann noch die Lampe aufheben muss. Aber ich brauche wahrscheinlich eine Lampe. Ihre Lampe vielleicht sogar. Okay, da ich das jetzt weiß, muss ich wahrscheinlich nochmal da runtersteigen, wo die Mutti sich in ganz viele Käfer aufgelöst hat. Ich lade das mal alles durch. So. Machen wir mal. Vielleicht auch nicht. Ah, sie ist hier lang. Sie ist geflüchtet. Gut, dann holen wir sie uns mal. Deswegen ist sie so versessen auf die Lampe. Muss ich da wirklich folgen? Die sieht jetzt nicht mehr menschlich aus. Das ist neu. Der Typ ist schon voll dran gewöhnt. Ja, das ist neu. Okay, das hat man noch nicht. Anstatt die normale Reaktion wie oder ach du Scheiße, sagt er einfach, ja, das ist neu. Kommt halt mal vor. Alles klar, wieder nach oben. Irgendwann schockt dich nichts mehr. Das kann gut sein. Aber die Omi, also das hätte mich jetzt schon geschockt, wenn die plötzlich auf vier Beinen wegläuft. Oh, hier brauche ich mal keinen sonderbaren Schlüssel. Oh Wunder, oh Wunder. Nee, da konnte ich nicht, dann könnte ich doch eigentlich ganz schnell mal. Ist Zoe jetzt schon hier im Wohnwagen? Nee, anscheinend nicht. Aber ich könnte jetzt eigentlich schnell mal ins Haus reingehen. Ich habe jetzt 9 antike Münzen. Für Steroide brauche ich 3. Für, was ist das? Irgendwann ein Stabilisierer. 5 Stück und hier brauchte ich, glaube ich, 9. Und das war die, was stand da? 44er Magnum. 4 Rückschlag. Und hohe Mannstoppwirkung. Das wäre natürlich gegen die Mutti ganz cool, aber ich glaube, die braucht ja auch eigentlich spezielle Munition und die haben wir nicht. Ich glaube nicht, dass man da einfach 4 normale Munition reinmachen kann. Ich kann ja hier mal speichern und probiere es einfach. So, dann gib mal her, alle 7 Münzen. Oh, ernsthaft. Das dauert ja auch überhaupt nicht lange. Hätte man auch überhaupt nicht schneller machen können. Was ist das denn los? Und die letzte. So, dann gib mal her das Ding. Genau, ich habe nämlich nur einen Schuss für die. Deswegen können wir das uns sparen, neu starten. Genau, und dann sind wir wieder hier und haben alle Münzen wieder. Hoffe ich zumindest. Schnell ins Inventar gucken. Ja, sieht gut aus. Alles klar.
Ich meine, für einen Schuss für die 44er Magnum, das macht einfach keinen Sinn. Gespeichert habe ich ja, ich muss hier lang und dort rein. Jetzt wird wahrscheinlich die Mutti endgültig zum Endboss. Und ihr geht's an den Kragen. Von der anderen Seite verschlossen, das finde ich aber doof. Nimm mal den Weg. Auch wenn die Mutti auf allen Vieren läuft, kann sie nicht beide Türen verschlossen haben. Doch, eigentlich schon, aber... Ich glaube, es ist jetzt ungefähr wie beim Vater. Wir kommen jetzt zum Endkampf mit der Mutter. Habe ich jetzt, glaube ich, schon zum 5000. Mal gesagt, aber ich sag's halt trotzdem nochmal. Ich habe keine flüssigen Chemikalien mehr. Super. Oh, Dietrich. Oh, Flammengranaten. Cool. Brauche ich. Habe ich voll die... Ja, genau. Stimmt, ich wollte zurück ins Haus. Da war doch eine Tür, die ich nur mit Krähen öffnen konnte. Oh, hier hängt noch ein Foto. Das hätte ich fast gar nicht gesehen. Ein Schatzfoto. Hä, muss ich das jetzt auch... Ah, dann muss ich halt nochmal schnell die Münzen zurückbringen. Was ich hier hin und her renne zwischen Safe Room und... Immer wieder, um die Items zurückzubringen. Hätte ich mir aber vorhin schon denken müssen, wenn ich die nicht ausgebe, dann... So, und das hier tue ich auch mal rüber. Die Kurbel brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Und den Schlüssel brauche ich noch. Gut. Hoffentlich ist der Vater nicht wieder aufgestanden. Das wäre irgendwie scheiße. Vater hat es auch beim ersten Mal überlebt. Der wird auch das jetzt überlebt haben und weiter Jagd auf mich machen. Es war, glaube ich, war das die einzige Krähentür hier in dem... Genau, irgendein cooler Granatwerfer ist das, glaube ich. Schießpulver, liegt hier noch ein bisschen flüssige Chemikalie, ne, noch eine Flammengranate. Jetzt bin ich, glaube ich, bestens vorbereitet auf den Kampf gegen die Mutti. Festbrennstoff, was habe ich jetzt? 3 Flammengranaten. So, für den Kampf gegen die Mutti machen wir es einfach mal so. Ja. Ich kann jeweils ein Ding abschießen. Das wird jetzt ein Spaß, Leute. Das wird jetzt richtig spaßig, glaube ich. Mama Ronny wird sich wundern. Alles Nullen, die Ronny-Familie. So, schnell speichern. Genau, Elsterglanz. Ach, guten Abend in Harrytor. Lange nicht mehr gesehen, Mensch. Oh, und so ein Idiot hat mir volle Bude in der Aktentasche geschissen. Den Spruch finde ich immer noch am besten. Sauerkirschengut, das sagt mir nichts. Ich hab bei Weitem nicht alles von denen gesehen. So, mit meinen Flammgranaten werde ich die jetzt ausradieren, die olle Sau. Jetzt geht's los, aufs Maul.
War ich wohl etwas übermotiviert. Der René hat das bestimmt schon gesehen. Ich lasse mir das einfach mal von dem dann demnächst zeigen. Wollte ihn sowieso demnächst mal wieder besuchen. Ein Tor versperrt den Weg. Oh, bitte. Kann man da nicht noch ein Haar dazwischen setzen? Ein Tor versperrt den Weg. Mit seinem Hammer. Ach Mist, jetzt habe ich wieder das Messer hier. Genau, so ist richtig. Zurück. Eins und... Ich kann keine Pistolenmunition mehr tragen. Ach so, ich... Hab keinen Platz. Ja. Das ist doof. Ich habe auch keine flüssige Chemikalie. Ich hätte eigentlich auch den Rabenschlüssel wegtun können, aber scheiß drauf. Ist hier wirklich nichts? Das war mir ein bisschen komisch. Ich weiß schon, warum ich lieber Spiele mag, wo man ein unbegrenztes Inventar hat. Oh, Psychotonikum. Hier liegt ein Haufen Scheiß rum. Auch von der anderen Seite verschlossen. Hier ist alles von der anderen Seite verschlossen. Ih, das ist irgendwie ziemlich eklig. Aber ich habe ja einen Flammenwerfer. Reicht das? Nee. Das hat gereicht. Und was ist drinne? Ah, Mann. Ey, das ist so scheiße, aber ich muss jetzt nochmal zurücklaufen. Ich muss jetzt nochmal zurücklaufen und die Sachen ablegen. Es wird einfach sonst nichts. Moment mal. Ha, ich komme hier gar nicht mehr raus. Gut, die Tür, ehrlich gesagt, muss ich nicht aufmachen. Ich muss mir alles Feuer, was ich habe, aufsparen. Ich muss nach oben gehen. Na gut, dann... Oh! Mach dir nur keine Sorgen! Oh ne, die macht mich... Ja, geh weg, komm, hau ab. Boah. Stellt beim Verzehr eine kleine Menge Gesundheit wieder her. Hört ihr das auch? Oh, ist das ekelhaft. Momentchen, ich muss mal ganz kurz... Ich pausiere auch mal lieber, denn die Geräusche sind mir zu extrem. So, jetzt kommen anscheinend die Zombies ins Spiel. Na gut, machen wir Zombies kalt. Nee, das ist die... Ach, das ist die Mutti. Dann kann ich sie doch gleich von hier aus beschießen. Ah nee, verdammt, sie hat mich gesehen. Das war meine Chance. Ach du meine Güte. Ach, geht's los? Boah, ey, die hat einen Braten in der Röhre. Der ist ja richtig scheiße schwer. Ach, scheiße, ich habe keine Munition mehr. Hä, weißt du überhaupt, wo sie hinschießt? Dreh dich mal um, Mutti. Oh nein, bloß nicht. Ich habe dich nicht so gemeint. Ich habe dich doch lieb. Uiuiui. Oh je. Brenne. Oh, sie ist weg. Wendiger als man denkt. Die Musik ist gerade furchtbar, aber es ist definitiv der Endkampf. Da ist er.
Nein, 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 nein. Wow. Eieiei. Ach, das sind die scheiß Spinnen. So, dann mache ich die erstmal weg. Hä, wo ist denn die hin verschwunden? Der war wohl ein wenig schlecht. Ist die jetzt wieder hier oben? Ja, ist er. Na dann, Mutti. Oh, kletter doch nicht wieder runter. Ich komme gerade hoch zu... Ah! Ich weiß es doch auch nicht. Boah, da hat sie mir eine schöne Backpfeife gegeben. Scheiße. Ich dachte eigentlich fast, ich schaff's. Oh, die Kämpfe sind so lang gegen die. Das ist ja krass. Als gegen die ganzen Familienmitglieder. Bin ich wieder hier oben? Na, das ist doch super. Da kann ich doch eigentlich nochmal ganz schnell zurückgehen und alles zurückbringen, was ich nicht brauche. Ich finde, das ist ein guter Plan. Nummer 18. Ach, siehst du, das Schatzfoto wollte ich mir auch noch holen. Ah ja, hier bin ich rausgekommen. Stimmt, stimmt, stimmt. Das sollte weg, genau. Die flüssige Chemikalien habe ich nicht mehr, dann kommen auch... Ne, die Kräuter behalte ich mal. Das hier, da kann ich ohne flüssige Chemikalien nichts anfangen. Habe ich jetzt auch nicht da drüben gesehen. Das brauche ich auch noch, das brauche ich auch noch. Dann würde ich einfach sagen, lassen wir das so. Das Schatzfoto nehme ich mir trotzdem mit. Stimmt, ich hätte mich eigentlich auch mal während des Kampfes heilen können. Fällt mir im Nachhinein dann so auf. Okay, wie machen wir das jetzt am klügsten? Hier oben ist nichts mehr. Ich habe alles mitgehen lassen. Nein, das Schatzfoto. Nein, nicht zugehen. Da ist es. Okay, bei einem Klo und einem Aschenbecher voller Zigaretten. Was soll ich noch dazu sagen? Die Familie hat offensichtlich schwerwiegende Probleme, sonst würde man kein Foto davon machen. Aber da sieht man es mal wieder, die Backpfeifen von Mutti, das sind die schlimmsten, die man bekommen kann. Was war das? Ah, Brennstoff, also Munition. Gut, die kann ich gebrauchen. Und das war... Ach, das Psychotonikum. Das werde ich gleich mal einwerfen. Das ist von der anderen Seite verschlossen. Ja, komm, ich werfe das jetzt ein. Ich habe so viel davon. Nee? Ah, doch, das konnte ich ja jetzt aufnehmen. Natürlich verbrennen die Spinnen, aber die Tür nicht. Aber außerdem sind nicht alle verbrannt. Ich will nämlich nicht, dass mir unbedingt noch irgendwas Schaden zufügen kann, während ich hier mit der Mutti kämpfe. Das ist nämlich gerade schon passiert. Irgendwas hat mir Schaden gemacht. Ich weiß nicht. Ah, stimmt, da war sie ja. Ich erschrecke mich nochmal. Ah,
Ja, Milf ist back. Na, leider stehe ich nicht auf Milf. Ich kann doch jetzt hier warten. Die guckt doch jetzt gleich da oben durch. Hä, warum hatten die vorhin da oben durchgeguckt? Oh! Das war ja scheiße. Oh, der Kampf geht los. Oh. Und weg ist er. Hä, wo ist denn die? Boah, die übergibt sich. Das ist die Schwangerschaftsübelkeit. Ah ne, die rotzt Insekten aus. Ja, wie gesagt, kann während der Schwangerschaft schon mal vorkommen. Da muss man dann halt Toleranz zeigen. Oder ausziehen. Und weg. Oh, da ist sie ja. Oh, verdammt, ich konnte hier runter, das wusste ich nicht. Ach, hier ist eine Leiter. Oh, Mist. Oh, shit. Alter, das war ganz mies, Mutti. Das verzeih ich dir nicht. Die will dich. Ja, ich merk's auch, aber ich stehe halt, wie gesagt, nicht so da drauf. Außerdem ist das gerade alles übelst intens. Oh, die kotzt hier alles voll in einem Schwall. Wie der René. Wie der René. Hey. Der Flammenwerfer wird die Liebe schon entflammen. Felix, du solltest Poet werden. Das war sehr wohl schön. Es hat mein Herz entflammt. Ah, da ist er. Jetzt stehe ich doch auf die. Oh, oh, oh. Jetzt nicht mehr. Oh, habe ich die nicht erwischt? Auf den Hintern. Der mache ich Feuer und am Arsch. Oh. Immer sachte, Milady. Wenn ihr wüsstet, was ich mit der heute Nacht mache. Brenne, Schlampe! Die hat mir noch voll einen mitgegeben. War's das? Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Geh bloß weg, geh bloß weg, geh bloß weg. Hier bin ich. Wo denn? Du musst irgendwohin. Oh Mann. Boah, auf dem Kopf, wisst ihr, wie das wehtut? Aber jetzt hört mal auf hier mit dem Gerede über Milf und Fisten und sowas. Ist ja abartig. Dein Harry Tour geht wieder, wenn das so weitergeht. Sei doch nicht so. Zeig doch.
Ich zeig mich doch. Du bist doch die, die ganze Zeit hier an der Decke rumklettert und Scheiße macht und... Hast du mal geguckt, wie du aussiehst? So, dann gib mal das Ding her hier. Hä, die ist doch hier. Die kotzt schon wieder. Das ist das ekelhafteste Geräusch in dem ganzen Spiel. Ach du meine Fresse, jetzt stecke ich voll in der Scheiße. Oh nein, voll daneben geschossen. Nein! Geh weg! So, das Vieh habe ich. Wo sind denn jetzt wieder hin? Ah, mein Tee. Guten Abend. Oh, das sieht nicht ganz richtig aus. Aber bleib ruhig da. So, ich mache mich ganz in Ruhe bereit. Und noch ein. Noch ein. Ich habe das Gefühl, ich hätte da jetzt irgendwas machen müssen. Ich will ihre Lenden entflammen. Und entschuldige den Zug. Nein, du kotzt hier nicht schon wieder alles voll. Ungut. Oh, geh weg. Geh doch weg. Geh einfach weg. Oh, scheiße. Doch, die muss killbar sein. Alles ist killbar. Wenn's blutet, kann ich's auch töten. Ich werde dich umbringen. Ich werde dich umbringen. Ich werde dich umbringen. Hab ich's erwischt? Guckt, 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 guckt. Geschafft. Sie ist tot. Sie ist tot. Hoffe ich zumindest. Bleib doch einfach tot, okay? Ja, genau. Oh. Oh, was für ein Intense Battle. Das war ein cooler Kampf. Ey, und ich bin, glaube ich, nur einmal gestorben, oder? Ich finde, das ist voll in Ordnung. Oh, meine Fresse. Bin gerade ziemlich happy, dass ich es geschafft habe. Und vor allem habe ich jetzt erstmal alle Zeit der Welt, mich hier mit der zu vergnügen. Nein, Spaß. Sondern mich hier erstmal umzugucken und alles Mögliche zu sammeln, was es hier noch so gibt. Ich hoffe ja, hier gibt es ein bisschen was. Ich hätte mir jetzt eigentlich ganz gerne ein Psychotonikum reingepfiffen, aber das habe ich ja nicht mehr. Und ich habe sogar alle Granatwerferschüsse verballert. Das ist vielleicht... Ne, einen habe ich noch. Dann machen wir das so folgendermaßen und ich lade das erstmal nach, damit da wenigstens schon mal kein Platz mehr verbraucht wird. Aber sonst, nice, nice. Pistolenmunition nehme ich mit. Oh,
Scheiße. Mario 1826, willkommen in der Armee, guten Abend. Dadurch, dass ich nämlich weiß, dass der Sound vom Followen auch über die Lautsprecher wiedergegeben ist, muss ich, und ich ja den Sound vom Spiel ein bisschen runterschrauben muss, muss ich den lauter machen, damit ihr den normal hört. Und für mich ist er deswegen so extrem laut. So, was kann ich jetzt erstmal machen? Erstmal alles nachladen. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr die Schrotflinte benutzen sollen. Der arme Junge, jetzt ist er alleine. So, und jetzt habe ich nämlich keine Munition mehr. Jetzt kann ich das hier nehmen und kann mir erstmal... Gute Frage, was kann ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Erstmal eine Erste-Hilfe-Medizin kombinieren. Hier ist ja noch eine. Oh, verdammt, was kann ich noch machen? Gar nichts mehr. Kann ich irgendwas wegwerfen? Nee, wisst ihr was? Wir gehen hier einfach nochmal her. Ich habe jetzt keinen Bock drauf, irgendwas wegzuwerfen. Ich gehe zurück und lege alles in die Truhe, was ich nicht mehr brauche. Das wird nicht viel sein, aber danach gehe ich nochmal hierher und fahre mich zu Tode. So, bitte einmal nach oben gehen. Nee, Moment mal, ich muss... Oh. Irgendwie glaube ich, die ist nicht tot. Habe ich so das dumme Gefühl. Ich muss aber erst gehen. Ich kann ja nicht mal die Laterne mitnehmen. Hä? Warum liegt denn die jetzt hier unten? Ja gut, ich bin raus. Dann ganz schnell, wie gesagt, zurück. Das war jetzt irgendwie merkwürdig, oder? Kann sein, dass einfach nur ihre Überreste nach unten durchgebröselt sind. Es war hoffentlich nicht das Gefühl, dass die irgendwie unten sich wieder materialisiert hat, aber die Krümel lagen ja noch da von ihr. So, das erstmal rüber. Das alles rüber. Die Pistole tun wir auch kurzzeitig rüber und das auf jeden Fall. Und das hier kann auch rüber. So, und jetzt kann ich ordentlich looten. Warum habe ich eigentlich den Granatwerfer ausgerüstet? Kommt da der Mist? Den benutze ich nur in absoluten Notfallsituationen. Außerdem habe ich sowieso nur noch einen Schuss. Na bitte, hier ist doch schon... Oh, ich bin so blöd. Ich hätte ein Psychotonikum mitnehmen können. Ey, ich laufe immer hin, bring irgendwas zurück und denke mir nach hinein, ach, ich hätte noch das und das und das machen können. Schlimm, furchtbar. So, hier war nichts mehr. Nee, da kann ich nicht runter, okay. Der Flammenwerfer hat jetzt wieder ziemlich viel Munition. Boah, wie viel... War hier noch was? Nee, ich hatte doch noch irgendwo eine flüssige Chemikalie, die ich noch nicht... Genau, hier die. Und das war's dann auch. Ich könnte zwar jetzt noch hoch in die Etage gehen, aber ich denke mal... Na gut, mache ich's doch. Danach geht's weiter. Wo muss ich eigentlich hin? Ach, na klar, dort, wo mich die Omi... Ich muss ihre Laterne mitnehmen. Das war doch der eigentliche Grund. Ja, die Laterne. Alles klar, jetzt kann's losgehen. Erstes Pure Meetup. Ja, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht, wenn ich... Keine Ahnung, ich kann das doch nicht sagen. Ich bin zum ersten Mal auf Twitch. Also nicht zum ersten Mal streame ich, aber ich, ehrlich gesagt, dafür ist es noch zu früh. Wie kam ich jetzt hier raus? Ach genau, da war irgendwo eine Tür. Genau hier war's.
So, auf geht's zurück in das Haus. Komme ich da jetzt eigentlich wieder hin? Ach ja, hier lang. Ah, cool. Ich habe so viel von diesem starken Chemikalienzeug und habe noch nichts davon verwendet. Eigentlich ganz gut, aber... Naja. Felix, wie wär's, wenn du erst beim Holi noch Bescheid sagst, dass der auch noch kommt? Ich sehe ihn nirgendwo. Und das kann ja wohl nicht sein. Der kann doch nicht unseren Stream schwänzen. Oh. Jetzt kann ich hier nämlich auch alles kaputt machen. Jetzt ist mir das alles scheißegal. Die kann mich jetzt nicht mehr hören. So, auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Oh Mann, wer war das? Wer hat hier gerade versucht, so unglaublich scheußlich Klavier zu spielen? Und Thaddäus kann's nicht gewesen sein, der kommt in dem Spiel nicht vor. Oh. Oh, es hält sich exakt die Waage. Wie kann das nur sein? Oh nein. Ich glaube, jetzt werde ich gleich vor Angst schreien wie ein kleines Mädchen. Oh, ein kleiner Ball. Furchtbar. Leute, redet mit mir. Lasst mich nicht allein in dieser Hölle. Oh shit. Oh. Something's... Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Oh Mann, ich will hier ganz schnell weg. Oh. Ah. Oh Mann. Nein! Abendsellerie. Oh, scheiße. Oh, jetzt ist mir gerade wirklich ganz anders. Oh, das Spiel schafft es wirklich, Horror immer mehr aufzubauen. Outlast war von Anfang an absolut gruselig, aber das hier war am Anfang gar nicht so gruselig und jetzt ist es furchtbar. Scheiße! Was war das? Warum hat das gewackelt? Sie hat mir ja gesagt, bleib fort, aber ich musste es natürlich besser wissen und bin hingegangen. Aber was hatte denn diese Zeichnung da zu bedeuten? Naja, ich gehe mal lieber zurück und gucke. Wieso mache ich das eigentlich? Sagt mir nichts, überhaupt gar nichts. Ah, doch.
Ah, hier. Shit. Oh mein Gott. Ich schätze, das ist er. So, soll ich mich jetzt umdrehen? Ich wusste es. Ich kann nicht drauf schießen. Ja, genau, ist ja auch überhaupt nicht gruselig. Bleib hier, du kleines Mistgör. Oh Mann, hier ist alles voll gemalt. Ich verpiss mich einfach. Ich hab. Nein, nein. Uah! Oh shit! Nein! Na genau, überlebt das halt, du Penner! Mach, dass du wegkommst! Scheiße! Nice, der war gut, oder? Oh, ich glaube, ich bin raus. Hui. Habe ich mal erwähnt, dass ich keine Kinder in Horrorspielen hasse? Habe ich, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, aber es ist einfach furchtbar. Oh. Jetzt bin ich nicht erschrocken. Doch, bin ich. Ja, ich habe ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Nach all dem Scheiß, den ich hier gesehen habe, weiß ich nicht, ob du mich auch verschaukeln willst. Ich meine, bisher deutet alles darauf hin, dass sie ihre Eltern nicht leiden kann. Sie hat es versucht, sich reinzuschleichen und alles Mögliche, aber trotzdem, sie ist auch verseucht. Das heißt, sie hat bestimmt auch irgendeine Fähigkeit. Und wir sind zum Glück aus diesem Horrorhaus raus. Warum kann ich das nicht einfach abfackeln? Ich habe doch einen Flammenwerfer. Meine Fresse. Einmal ein logisches Horrorspiel. Ich habe gerade die Errungenschaft, dass jenseits gibt die Wahrheit preis bekommen. Einfach mal ein ordentliches Horrorspiel, wo man einen Flammenwerfer findet und einfach alle Häuser niederbrennen kann. Hallo Zoe, jetzt wollte ich dich endlich mal treffen, unser erstes Date. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey Kumpel, ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Lesbenspielchen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein. Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen. Und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Welche Aktivität? Oh, oh, oh. Du bist schon ganz scharf drauf. Aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich. Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Um mal Dori zu zitieren. Oh, Spiele, ich liebe Spiele. Findet Nemo super, aber ich glaube, das hier wird nicht so schön wie Findet Nemo. Ah, da ist was. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Soll ich jetzt in den Zerlegungsraum gehen, oder was? Na gut, gehen wir in den
Zerlegungsraum, da war ja der Papa. Ach komm, ich hole mir jetzt die Steroide, da erhöhe ich nochmal mein Leben. Ich scheiß jetzt mal auf die Magnum. Ah ja, stimmt, da muss ich erst ein bisschen was ablegen. Nämlich das hier. Das hier. Den Arm brauche ich noch. Habe ich gerade gesagt, hole ich mir nicht. Dann nehme ich mal alle neuen mit. So, die knall ich mir gleich rein. Don't try this. Don't try this at home. Or school. Macht einen Bogen um die Drogen. Don't do meth, kids. So, jetzt habe ich noch die ganzen Sprüche gebracht. Und jetzt, was habe ich denn eigentlich alles hier in meiner Truhe? Ich nehme ein bisschen Kraut mit. So ein Versöhnungskifferchen schadet nie. Einmal flüssige Chemikalie. Einmal starke flüssige Chemikalie. Und zweimal wieder rüber tun. Ja, das war alles. Super Sache, dann gehen wir mal in den Zerlegungsraum. Ich bin vorbereitet. Moment, ich muss mir meine Pistole wieder mitnehmen. Klar, die habe ich abgelegt. Die muss irgendwo hier drinnen sein. Wo ist sie denn aber? Da. Und die lege ich wieder auf die 2. Nein. Na dann los, wieder zurück ins Haus, aus dem wir erst so wunderbar entkommen sind und jetzt sollen wir da wieder rein. Hier steht noch ein Kraut, oder? Ist das nicht so ein Kraut? Ja, na dann gib her. Hier liegt auch noch was. Ach, da hatte ich den Dietrich gefunden, glaube ich. So, in den Zerlegungsraum. Ob der Vater wieder aufgestanden ist? Ich meine, ich habe den ganzen Oberkörper weggemacht. Beim ersten Mal haben wir ja nur... Ja, stimmt, was haben wir beim ersten Mal mit dem gemacht? Den da... Ich weiß es echt nicht mehr, ist schon so lange her. Eigentlich nicht, aber trotzdem. Wir haben den doch... Moment mal, ich hab den doch einmal bekämpft. Na klar, genau, das war in der Garage, klar. Oh, Moment mal. Scheiße. Ist wohl doch nichts. Na gut, dann nicht. Ich lade nochmal nach. Hoffentlich kommen die Viecher nicht wieder. Ich halt die Shotgun im Anschlag. Und hier speichere ich nochmal. Also, dass der Bruder seine eigene Schwester schlägt, das ist schon ziemlich scheiße. Willst du, das macht man einfach nicht. So ein Arsch. Es ist auch die Person dieser Familie, die ich bisher am wenigsten leiden kann. Der Vater wollte den erziehen und schlägt einen Arm ab, aber der hört ja nicht. Selbst wenn er einen Arm verliert, hört er nicht. Das ist ganz schön krass. War hier eigentlich immer schon das Licht aus? Oh shit! Oh! Okay, mit der Omi, also die war bisher ganz nett, aber im Anfangsvideo bewegt die sich immer. Ist die vielleicht wirklich nur ein Gimmick? Ich weiß aber nicht, wie die hier runtergerollert ist.
Ach du meine Fresse. Ach du meine Fresse. Was bist du denn? Na gut, machen wir das einfach per Trial and Error. So, das ist der Zerlegungsraum. Das Schwein, hat er gesagt. Da ist ein Schwein. Oder ist das ein Schwein? Ja, doch. Ich gehe mal hier oben lang. Ach so, das ist der... Oh, das war der Deputy. Der hat den Kopf vom Deputy genommen. Zeig, dass du ein echter Mann bist, steck deine... Ach, nein. ...in den Rachen des Schweins. Ich muss da reingreifen. Na gut, ist zwar eklig, aber... Na, sie haben nicht genug... Ach, ich muss da was rausnehmen. Oh, mein ganzer Inventar ist voll. Mein ganzes... Na hier, dann... Hauen wir das mal rein. So. Oh. Tut mir leid, Kumpel. Okay, wofür war der... Ach ja, ich... Ist ja gut. Schrei mich nicht an. Oh, so, der ist weg. Einer müsste es noch sein, genau. Ich weiß, wo wir lang müssen. Scheiße, voll vorbeigeschossen. Kommst du jetzt mal klar? Oh, ey, das gibt es nicht. Oh, der kann springen. Ach du Scheiße. Nein, lad nach. Dass die zwei Schüsse teilweise brauchen, bis die umfallen. Ich verballere jetzt meine ganzen Schrotflintenmunition. Ich sehe es schon kommen. Oh, hier ist auch ein Schlangen. Es gab noch eine andere Schlangentür, aber ich nehme jetzt einfach mal die hier. Wenn jetzt hier noch mehr von diesen Viechern kommen, was bestimmt so sein wird. Das geht jetzt gerade irgendwie wieder vom Horror. Ich weiß jetzt, dass hier wieder dieser kranke Typ, dieser kranke Sohn halt rumrennt und seine Spielchen abzieht. Und dass das Kind hier nicht rumläuft. Oh, shit. Wenn das Kind hier unten wäre, dann frage ich mich wirklich, was sie in der Erziehung falsch gemacht haben. Hä? Wie bin... Ach, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Jetzt bin ich wieder hier gelandet. Ich meine, okay, dann speichere ich halt mal, aber trotzdem. Na, eigentlich ist das keine gute Idee. Ich mache mal einen neuen Spielstand. Ich habe gerade so viel... Munition von der Shotgun verballert. Kann ich das eigentlich kombinieren? Nee, nur verbesserte Pistolenmunition.
Nervengiftgranaten, Flammengranaten. Okay. So. Hier bin ich doch lang gekommen, oder? Nee. Warte mal, da hinten war auch noch ein Weg zu einer Schlangentür, oder kam ich von da? Ah, die habe ich schon. Ach, das war die. Okay, dann muss ich irgendwo eine andere Schlangentür finden. Dann sollte ich wieder zurück. Ja klar, das hätte mir eigentlich bekannt vorkommen können. Hätte wohl gemerkt. Gut, dann will ich mal die nächste Tür suchen. Und wir sind wieder raus. Ich frage mich, ob die Omi immer von irgendjemandem irgendwo hingeschoben wird oder ob die vielleicht die Fähigkeit hat zu fliegen. Denn das würde erklären, wie die überall hinkommt im Rollstuhl. Und der Vater lag auch nicht mehr da, ne? Der Vater ist auch weg. Und ich denke nicht, dass der Sohn so ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hatte, den jetzt rausgeschleppt hat und irgendwo beerdigt hat. Also hat sich der Vater höchstwahrscheinlich regeneriert und läuft jetzt wieder irgendwo durchs Haus. Und das wird immer so weitergehen. Ah. Oh, verdammt, voll vorbei. Ach, Mann. Na genau. Ach ja, stimmt, das konnten die ja. Oh nein. Oh shit. Na endlich. Mann, dauern die Viecher lange mit der Pistole. Das ist ja Wahnsinn. Seid ihr eigentlich alle noch da oder bin ich zu langweilig? Ich hatte 20 Schuss Pistolenmunition. Ach, wo sind die Zeiten hin? So, ich glaube irgendwo... Ich gucke jetzt einfach mal nach oben. Vielleicht ist dort irgendwo eine Tür. Okay, hier ist... Hier ist es. Hier muss ich lang. Oh, Daniel95, guten Abend. Die Omi schon wieder. Ich krieg eine Macke, die Omi. Ich weiß nicht, was ich von der halten soll. Soll ich Angst vor der haben oder soll ich die einfach nur als nette Person betrachten? Omi, soll ich dir einen Joghurt bringen? Nein, das habe ich gerade nicht gemacht. Oh, Omi, dein Bett steht im Weg. Scheiße, auf welche Uhrzeit soll ich die Zeiger bewegen? Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Gut, das ist ein Hinweis, den kann man nachgehen. Wenn wir eine andere Uhr finden, heißt das. April 1980, Jack joins the Marines. Jack tritt dem Marine bei. Das ist der Vater, den wir ja, erschossen haben, zerlegt haben. Sucht euch was aus, wir haben ganz schlimme Sachen mit dem Vater gemacht. Oh, Dietrich. Kann ich nicht aufnehmen. Super. Wow. Ich kann noch mehr Objekte tragen. Jetzt ist hier etwa ein Speicherraum. Nee, das war einfach nur so. Na gut. Nehme ich mal hin. Und so wie es aussieht, kommen auch noch. Also Platz für zwei wäre auf jeden Fall noch.
Sieht wie ein Plan für eine Waffe aus. Ist das nicht der Granatwerfer? Na gut, also hier ist dann erstmal nichts. Ich brauche aber eine Uhr. Und den Dietrich, den würde ich ganz gerne mitnehmen. Ah, ich habe ihn, okay. Das Kraut auch. Steht nicht hier draußen irgendwo eine Uhr? Da drüben, das ist doch eine Uhr. Viertel elf, oder? Sind die Zeiger genau gleich lang? Dann stelle ich es einfach mal so ein. Ich glaube, die Zeiger sind gleich lang. Die wissen nie, wie spät es ist. Nee, Moment. Machen wir es so rum. Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es genau anders. Nee, das geht aber gar nicht. Okay, dann kann's nicht die Uhr sein. Es steht aber dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Wir hatten irgendwo noch eine... Wie heißt das? Guten Abend. Ah, so eine... Oh, so eine Uhr mit Pendel. Wie heißt denn das verschissene Ding? Da ist eine Uhr. So, jetzt zeig mal her, was da steht. Genau dasselbe. Viertel elf. Ich probiere es nochmal. Ich werde gerade von einer Uhr verarscht. So. Pendeluhr, genau, das habe ich gesucht. Ah, jetzt geht's. Stimmt, ich könnte mich eventuell vertan haben. Ja, René, danke. Du könntest recht haben. Ihr poltert's ganz doll. Ich muss schon sagen, ich fühle mich ein bisschen unwohl. Oh mein Gott. Ach, der hat die Ketten, die Sägeblätter da draußen aufgehangen. Die da natürlicherweise gewachsen sind. Zugangskarte rot. Ich habe keinen Platz in meinem Inventar. Ich kriege eine komplette Macke. Ich habe erst mein Inventar vergrößert und jetzt geht das schon wieder nicht. Der Junge hat ein Faible für Kunst. Ich muss jetzt leider erstmal zurück und irgendwas wegtun, denn ich will davon nichts wegwerfen. Och nö, ach scheiße, immer wird mir ein Strich durch die Rechnung gemacht, wenn ich irgendwas zurückbringen will. Jedes verfickte Mal. Kennt die nicht die nordamerikanische Sägeblatteiche? Der ist gut. Aber um mal wirklich einen botanischen Fact zu bringen, nur von den amerikanischen Eichen, von, ich weiß nicht, ob es da nur eine Eiche gibt oder mehrere, aber nur von denen kann man die Eicheln auch essen. Bei unseren deutschen Eichen geht das nicht, da sind zu viele Bitterstoffe drin. So, dann haue ich halt hier dieses Schatzfoto weg. Ich brauche das. Ah, es ist mir aber echt unschön, das wegzutun. Habe ich noch ein Kraut? Nö, ein Kraut habe ich nicht mehr. Ah, doch, hier. Na, es sind aber zwei. Na gut, komm, fliegt's weg. Blödes, ich brauche zwei. Oh nee, ich bin jetzt nicht schon wieder hier.
ist doch... Ah, da ist ja schon wieder einer. Machen wir es einmal so. Wieso Munition verschwenden? Wow, shit. Moment, ich guck gleich. Ich will nur schnell in mein Safe Room. Mach zu. Puh, erstmal in Sicherheit. Heildruhen 05. Guten Abend. Willkommen in der Armee. So, was kann ich ablegen? Das Kraut kann ich ablegen. Verbesserte Pistolenmunition habe ich gefunden. Wow. Erstmal alles nachladen. Ist alles. Na gut. Das hat man, glaube ich, auch schon. Ja gut, dann speichere ich. Entschuldigt den Zug, Leute. Ich habe jetzt eine Zugangskarte. Irgendwo muss also noch eine Tür sein, wo ich dann die zweite Zugangskarte... Boah, der ist aber laut und lang. Jetzt ist er weg. Und hier kann ich gleich meinen Dietrich verbrauchen. Mehr Pistolenmunition. Gut. Hä, wirklich? Hat sich doch gar nichts verändert. Oder war es Schrotmunition? Ah, es war Schrotmunition. Gut, ich habe mich verlesen. Entschuldigung. Dann gehen wir jetzt mal in die obere Etage und gucken noch. Komisch, es kamen heute eine Menge Zuschauer dazu, aber es sind auch eine Menge wieder gegangen. Schade, eigentlich. So, guck mal hier mal rein. Oh, nee. Ist ja widerlich. Wie lange hatten hier... Ach ja, Margaret ist ja tot. Die kann ja nicht mehr sauber machen. Und hier ist die Tür, genau. Ja, hier war ich schon. Jetzt wünschte ich, ich hätte mal ein Psychotonikum dabei. Das würde ich mir jetzt ganz gern mal einwerfen. Vielleicht liegt hier oben noch was, was ich noch nicht gefunden habe. Bäh, es ist wirklich eklig. Wer ist tot? Niemand ist tot. Hoffe ich zumindest. Ach nee, ich habe kein Tape mehr. Ich habe jetzt schon das Mia-Tape und also jedes Tape habe ich... Ich weiß nicht, gibt es noch ein Tape, außer das Mia-Tape und das Tape ganz am Anfang. Oh, hier liegt noch Flintenmunition. Super, dann baue ich mir mal wieder meinen Vorrat auf, den ich verschossen habe. Den Hut sollten wir mitnehmen. Ein Hut gibt Power. Das haben wir auch schon geschafft und das... Das können wir eigentlich mal der Omi bringen. Ich denke mal, das ist ihr Gebiss. Die würde sich vielleicht freuen. Bis wann geht der Stream heute? Warum? Kannst du nicht mehr warten, dass er aufhört oder was? Nein, ich guck mal. Ich habe mir... Ach, nicht schon wieder. Ach, warum haben die denn zwei Kinderzimmer für die eingerichtet? Ja, war schon klar. Ich wollte nur kurz überreagieren. Ich weiß nicht, vielleicht bis 10:45. Außerdem könnt ihr euch alle schon mal morgen ganz wichtig markieren. Morgen kommt ein richtig langer Stream von 20.15 Uhr bis nach Mitternacht. Vielleicht 12:30 rum. Forest mit René. April, Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Mai, es stinkt total und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke, wie auch immer. Weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts.
Also du hast Zeit, die Fernbedienungstrophäe zu verändern, aber du hast keine Zeit zu überprüfen, wo der Saft von der Decke herkommt. Am besten man hinterfragt es nicht, oder? Was manche Leute mit ihrer Freizeit anstellen. So, ich mache mir erstmal nochmal hier so. Nehme das Psychotonikum, pfeifen wir das auch gleich rein. Hier sind Pillen. Scheiße, die Pillen wollte ich nur nicht mitnehmen. Naja, gut, jetzt habe ich sie einmal. Ein Fußball und da ist nichts damit. Also das ist Olivers Kinderzimmer. Boah, ich dachte, ich hätte was gehört. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Okay, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ich muss hier das Licht löschen. Da. Verdammt, aber wie? Ah, muss ich gar nicht. Der Sohn geht mir aber langsam ein bisschen auf die Eier. Jetzt hier noch so ein komisches Rätsel. Ah, der Typ. Na gut, der ist genauso krank wie der Rest der Familie. Happy Birthday. Wir sind ja vorhin an einem... Was? Flintenattrappe und Spielzeugaxt. Kunde Jack Baker. Auftragnehmer Trevor und Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum 10. November bis bla bla blub. Okay, also es war einfach nur Renovierungsauftrag. Noch ein Zug. Wir sind heute sehr beschäftigt. Die haben noch ein paar Backen Lambersbrot hinten drauf. Die müssen heute noch nach Gondor. Oh, hier ist wieder so ein Rätsel. Das mag ich. Und diesmal liegt sogar die Figur gleich da. Wir müssen sie nicht erst finden. Nee, da war's doch. Jetzt passt's. Wunderbar. Das ging ziemlich schnell, muss ich wirklich sagen. Und da ist die zweite Karte. Gut, wir können weiter. Vorausgesetzt, ich hätte genug Platz im Inventar. Ich hau die scheiß Pillen weg, komm. Ich gehe jetzt nicht erst zurück und bringe irgendwas weg, nur um dann nochmal hierher zu laufen und die blaue Karte aufzunehmen. So, bitte einmal runtergehen. Jetzt habe ich alle zwei Karten. Ich bereite mich für den Schock vor. Nee, vielleicht auch nicht. Alles blubbert und wie die hier leben können. Zoe. Nee, Moment, das dürfte Dingens sein. Lucas, oder? Hey, Kumpel. Denk dran. Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein. Du musst dich erst blicken lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Was für ein Arsch. Oh shit. War ich jetzt nicht dran? Oh, Penner. Oh, na toll. Dieses Mistvieh. Ich kann es doch einfach sein lassen. Das interessiert mich doch nicht. Oh, da sind ja noch mehr. Mach die Tür zu. So eine Scheiße. Jetzt habe ich wieder Munition verballert. Die viele Flintenmunition, die ich hatte. Der arme Deputy. Der musste echt ganz schön was durchmachen. Erst starb er, indem er die Hälfte seines Kopfes verlor. Und das auf gar keine so coole Art wie... John, mein Name. Guten Abend. Und das auf gar nicht mal so coole Weise wie...
Whitebeard, das muss man schon sagen, das war eine ziemlich coole Stelle, auch wenn er daran gestorben ist. Und jetzt können wir erstmal das Tape abspielen, was ich gefunden habe. Happy Birthday. Experiment. Can trespassing idiots solve puzzles? Du bist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das fertig. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Boah, ey, wenn man dem ins Gesicht kommt, sieht man förmlich, wie irre der ist. Das ist gut gemacht. Ich habe da ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Ich sehe einen Scheißdreck hier. Ich sehe nichts. Und schön ist es auf jeden Fall nicht. Also das ist für den Spaß. Ich glaube, das ist die Person, die am allermeisten weg muss. Den Vater. Na gut, der auch. Die Mutter auch. Ja, okay, alle mussten weg. Aber das war ja erst nach der Kontamination. Ach, das ist doch arschlos, sowas. Ah, gut. Ach du, meine Güte. Okay, nein, das nicht. Oh, ein Bierfass, der hat aber wirklich an nichts gespart hier. Oh Mann, ich glaube, das ist Öl, das da drüben ist Gas, egal was ich mache, ich sterbe. Oh, Moment. Passt nicht. Das ist scheiße. Dann ist der wahrscheinlich da drin, aber ich weiß nicht, welche Symbole das sind. Oh, ich bin doch schon nass. Nee, das lässt sich damit nicht durchtrennen. Was sonst? Das wird nichts nützen. Oh. Okay, das bringt mir aber nichts. Ich muss erst das Gas ausmachen, sonst sterbe ich. Deswegen erstmal nochmal hier durch und Kerze nochmal löschen. Ich weiß jetzt, wo ich sie ankriege. Hey, was sind da für Symbole drauf? Ein Sensemann, ein Apfelkrebs, ein Baby, ein Skorpion. Irgendwas Komisches, noch was Komisches, also irgendeine Blume und... Das erkenne auch, wer will. Irgendwo... Boah, hier hat sich eine Lache ausgebreitet. Irgendwo müssen doch die entsprechenden Zeichen dafür sein. Ist ja abartig, ist ja abartig. Verschmutztes Fernrohr. Warum auch immer. Es kommt kein Wasser heraus. Tab benutzen.
Ich sehe aber nichts. Passt nicht. Gut, dann muss ich mal andersweitig gucken, wie ich das Ding wieder aufkriege. Ich glaube, wir wären schon lange in die Luft geflogen. Das Gas breitet sich doch nicht nur in diesem kleinen Ding hier aus. Ach schade, ich dachte, man könnte es vielleicht drüber stülpen. Das bringt ja auch nichts. Ach, scheiße. Jetzt habe ich dieses blöde Fernrohr und kann damit nicht anfangen. Oh, weiß jemand, was ich mit dem Fernrohr machen kann? Ich sehe ja schließlich nichts damit. Ist auch nix. Irgendwas braucht er in die. Irgendwas muss ich dem in die Hand geben. Nur was? Ach komm, beend mal das Tape, das ist doch doof. Das mag ich nicht. Hallo? Spiel? Ah, jetzt. Vor allem warten da draußen immer noch diese Viecher auf mich. Was ist denn, wenn ich die Tür hier aufmache? Ärgerlich. Das Happy Birthday Tape tue ich erstmal weg. Den Schlüssel, den Schlangenschlüssel brauche ich auch nicht mehr. Ich habe die beiden Karten. Damit kann ich gerade auch nichts anfangen. Und den Arm, ja, den lasse ich mal noch. Obwohl, na nee, ich lasse ihn mal lieber. Okay. Ich gehe mal noch ein Stück weiter. Ich sehe nicht. Eieieiei. Oh, voll vorbei. Oh, ich bin schon tot. Das ging ein bisschen schnell. Ich wusste gar nicht, dass die so viel Schaden machen oder dass ich so wenig Leben habe. Gut, ich habe gesehen, dass ich blutig bin. Das ist ja ein komisches Bild. Verdammt, da stand was über diese vierbeinigen Dinger. Nummer 19. MVP Iluf, guten Abend. Oh, scheiße. Nein, ich will wieder rein. Ich habe mich gerade umentschieden, dass ich doch wieder rein will. Na, kommt her. Kommt her. Wir regeln das auf die Flammenwerferart. Das ist jetzt das 19. Mal gewesen. Oh, was ist denn das für ein Mistvieh? Nein, nicht schon wieder. 20. Oh, scheiße, jetzt habe ich 20 Tote geknackt. Verbesserte Pistolenmunition? Nee, ich wollte eigentlich mal gucken, wie das mit diesen vierbeinigen... Da war's. Vierbeiniger Molde. Diese Variante hat zwar nur geringe Gesundheit, aber läuft auf allen Vieren und ist schnell und wendig, wenn die Kreatur innehält. Okay. Wenn die Kreatur innehält, schnell schießen. Die gute alte 20. Hey, aber ich habe es geschafft. Also ich habe die 20 erst geknackt, nachdem ich den Dad getötet habe. Ah, da ist er. Oh.
Hab ich ihn? Oh Mann! Ja, kann man so sagen. Läuft alles prima. Nein! Ah! Siehste, läuft doch alles gut! Oh. Nein, das lebt ja immer noch! Nee, ist tot, oder? Nach dem viel Kaffee. Nicht lieber ein Kakao? Nur Spaß. Das war einer von den Witzen, wo ich wusste, dass es schlecht war und hab's trotzdem erzählt. So, und noch die blaue Karte. Dann geht's rein. Da drinnen tobt voll die Raver-Party. Ich weiß es schon. Das geht ab wie Schmitz' Katze. Ist der Delay kürzer geworden? Während du weg warst, Felix, ach übrigens, sie warst in Prag, habe ich den Modus von Twitch auf den geringen Latenzmodus geändert. Dadurch kann ich eure Antworten schneller lesen und so besser mit euch kommunizieren, weil für meinen Chat habe ich, also für meinen Stream habe ich mir gesagt, will ich lieber mit den Leuten kommunizieren, als einfach nur stumpf vor mich her spielen, und das macht mir auch viel mehr Spaß, als einfach nur so zu spielen. Let's play Resident Evil 7. Ja, seht ihr, Mario Party. Da werden Freundschaften sowieso zerstört. Er hat einen scheußlichen Musikgeschmack. Mario Party! Oh Mann. Das ist nicht Mario Party. Den haben die echt gut hingekriegt. Toll. Scheiße! Den haben die echt gut hingekriegt. Muss ich schon sagen, wirklich. Und Prag, wie war anstrengend? Also ihr habt, denke ich mal, immer abends draußen gecampt, oder? Der Holi, servus. Und an Holi, du kommst recht spät. Und wenn du jetzt Herr der Ringe gesehen hast, dann weißt du eigentlich, was du sagen musst. Der René kann dir da bestimmt weiterhelfen. Oh! Oh, Feuer! Hätte ich wohl erwähnen sollen, was? Ich hab's noch gesehen. Du hattest nur Glück, Penner. Das hab ich nur gemacht, damit du dich freust. Ja, abmontieren kann ich das nicht, dann werde ich einfach drunter
durchkrabbeln. Aber ich muss jetzt leider eine Erste-Hilfe-Arznei nehmen und hoffe, ich habe nicht die starke genommen. Nein, ich habe eine ganz normale genommen. Oh, hier ist ja schon wieder eine. Also der ist wirklich das schwarze Schaf der Familie. Oh Mann, was... Oh, Kacke. Wie habe ich denn das jetzt ausgelöst? Hätte ich den anderen Weg nehmen müssen? Scheiße. Vor allem hier liegt nichts mehr rum, was ich irgendwie zwischendurch mal aufnehmen kann. Dass man die Taschenlampe nicht automatisch selbst anstellen kann, nervt ein bisschen. Ein Zauberer kommt nie zu spät, genau, aber das Zitat geht noch weiter. Ganz genau, aber noch weiter. Ach ehrlich, ohne Zelt und alles, krass. Okay. Hä, ich sehe nichts, hallo. Zauber kommt nie zu spät, Frodo Baldwin. Ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt. Genau so ist es richtig. So muss es sein. Cool. Hatten es... Okay, also... Verdammt, wie komme ich jetzt hier durch? Geronimo, zack, durch. Kann ich das nicht? Irgendwie... Nee, ach, verdammte Scheiße, wie mache ich das? Wenn ich jetzt da einfach durchlaufe, aber das ist auch gleichzeitig wieder so ein... Ist das ein Sicherheitsraum? Ich sehe nichts, das ich speichern könnte. Oh, wie mache ich das? Ah! Weiß nicht, hätte ich das vermeiden können? Nee, es ist kein Speicherraum. Es ist einfach nur ein Raum mit einer Kiste. Ich hab den Code nicht. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein, 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 nein. 0621. Nein, 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 nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal. Man weiß nie. Oh nein. Oh. 0814 hat er zuerst gesagt. Ich würde das jetzt einfach mal probieren. Der Arsch verarscht mich nicht. Okay, also war jetzt 0814 richtig oder nicht? Und eine Tür ist aufgegangen, also würde ich erstmal sagen, okay, so weit, so gut. Aber wo führt die Tür mich hin? Da gab es ja noch eine andere Tür. Oh Mann, eine Scheune. Jetzt weiß ich, was der vorhat. Er will mich im Stroh vergewaltigen. Ekelhaftes Schwein. Jawohl. Ich könnte mir ein bisschen Pistolenmunition kombinieren. Ah, nee. Ich habe kaum noch erste... Ja, muss ich das hier machen. So. Ich habe jetzt auch eigentlich ein bisschen Munition. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen mehr finde.
Denn ich muss jetzt auf die ganzen Kisten schießen. Ich kann sie jetzt nicht mehr mit dem Messer kaputt machen, sonst gehe ich... Vielleicht in die Luft, wollte ich gerade sagen. Wieso liegt da Stroh? Nein, nicht schon wieder sowas! Ist viel... Erst guckt er sich noch so an und dann... Ah, nein, ich bin ja doch tot. Oh Mann, scheiße. Mistvieh. Wieso sind wir in der Scheune? Wieso liegt da Stroh? 21, ja, scheiße. Gut, dann weiß ich ja jetzt, welche Kisten explodieren und welche nicht. Somit kann ich Munition sparen. Das war natürlich ein beabsichtigter Tod, damit ich das so machen kann. Das war natürlich klar. Jetzt weiß ich auch, dass hier vorne eine Bombe ist. Hä? Das Vieh stirbt dadurch nicht. Jetzt habe ich voll darauf gesetzt. Ach, Felix, 9 Zuschauer. Das waren bei Outlast schon mal 14. Und auch bei Resident Evil letztens waren es schon mal 14. Seitdem sind wir ja auch so abgehoben. Weil Tessa sagt immer wieder, wieso hast du eine Maske auf, genau? Also mit Schrotflinten... Hä, was war denn das jetzt wieder für eine Kacke? Mit Schrotflinten kann ich einigermaßen umgehen. Weil man da nicht großartig zielen muss. Hey, ohne Scheiß. Das ist doch auch wieder eine Bombe. Hä? Was ist denn hier los? In den Raum gehe ich nie wieder rein. Das ist mir gerade zu dumm gewesen. René, fick dich. Ich find's ja eigentlich cool, dass du es machst, aber immer wenn du das schreibst, dann denke ich mir so, ach, halt die Klappe. Nee, ist schon okay. Einfach, das waren 4 Bomben, es waren 4. Oh nein! Oh, das habe ich weggepumpt. Ich guck noch mal kurz in den Raum rein, aber ich gehe da nicht noch mal rein. Eigentlich hätte ich schon Bock. Aber hier hängen überall Bomben. Dort, da, auf dem Boden. Ach, deswegen ist eine hochgegangen. Die hat mich dann in die geschleudert und da hinten muss auch noch eine sein. Also vielleicht kann ich die ja von hier aus aktivieren. Ja, hast du doch gerade gesehen, ich habe sie entschärft. Wenn man es so nennen will. Ah, da ist noch eine. Oh, die geht nach unten. Oh, da wäre ich jetzt beinahe reingelaufen. So, die anderen zwei kann ich stehen lassen. Hä? Steroide? Ich glaube, ich spinne. Das sind jetzt die 3. Steroide, die ich mir einpfeifen kann. Hau rein, das Ding. Nice. Oh, wie er den Arm anspannt. Dicke Münze und mehr ist es auch nicht. Nee, Moment, das mache ich. Das ist mir jetzt zu riskant. Ich wusste es. So, komm her, du Venom-Abklatsch. Venom-Abklatsch. Hä, wo ist mein... Da ist die Tür. Nice, weg das Ding. Oh Mann, da vorne sind noch mehr. Ah, gut, wie machen wir das? Was geht jetzt bei euch ab?
Weg mit dem. So, und jetzt gebe ich dir noch einen richtig schönen... Oh nein! Headshot. Oh Mann. Was zur Hölle geht gerade bei euch ab ohne Mist? Okay, dieses Spiel haben wir ja eigentlich, bis auf die paar Tode, ganz gut überstanden. Und das hier sieht nach einem... Das sieht nach einem Speicherraum aus. Sehr schön. Ja, gut. Ich guck mal, was ich ablegen kann. Die antike Münze auf jeden Fall. Den Brennstoff. Das Tape, das brauche ich auch nicht mehr. Gaffer. Bestes Gaffer. Und dann speichern wir hier mal. Und Leute, dann machen wir auch heute hier Schluss. Wie gesagt, morgen langer Stream ab 20.15 Uhr bis Mitternacht durch und so. Seid alle dabei, das wird lustig. Und ja, war auf jeden Fall ein lustiger Stream. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle mal wieder einschaltet. Hat richtig viel Spaß gemacht diesmal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Wollte ich noch irgendwas sagen? Mal kurz überlegen. Wollte ich noch was sagen? Nee, ich glaube nicht. Nur, dass ihr morgen ganz viel einschalten solltet. Also bis dann. Haut rein.